Klimaneutral und nachhaltig bauen, das geht mit viel moderner Technik und dann auch mit Wohlfühlambiente. Wie genau, das fragt Philipp jetzt den Initiator von M-Quartier. Ja, ich bin jetzt hier mit Michael Gerlich. Herr Gerlich, wie kam eigentlich die Idee für diese Projekte zustande? Als ich die Firma vor 12 Jahren gegründet habe, haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf Bestandsgebäude. Alle Projekte, die wir seitdem gemacht haben, sind in Industriearealen oder Brachen situiert und standen auch lange Jahre leer. Und so haben wir die Projekte erworben, um sie dann eben zu dem zu machen, was sie heute sind, nämlich qualitativ hochwertige Aufenthaltsorte für die Menschen, die dort arbeiten. Worauf haben Sie denn da bei der Bauweise geachtet? Also wir achten immer darauf, dass unsere Häuser den maximalen Nachhaltigkeitsansatz fahren, heißt, dass wir versuchen, möglichst den Bestand zu erhalten. Wie hier in diesem Haus haben wir den Rohbau erhalten. Der Rohbau trägt 70-80% zum Gesamtemissionen, CO2-Emissionen bei Neubauten bei. Wenn wir den Rohbau erhalten oder eben alternativ planen, dann können wir eben bis 70-80% des CO2s beim Bauen vermeiden. Wie sparen Sie hier jetzt konkret Energie ein? Indem wir präsenzgesteuerte und außenlichtgesteuerte Systeme haben. Das heißt, die Systeme reagieren darauf, ob jemand auch wirklich im Raum ist. Und wenn keiner im Raum ist, geht auch die Kühlung nicht an oder die Heizung oder die Lüftung oder das Licht. Das heißt, dass am Ende des Tages nur das tatsächlich verbraucht wird, was zwingend erforderlich ist. Und wenn man sich die Verbraucherprofile anschaut, dann ist so eine Steuerung natürlich das, was auch einen sehr großen Teil des Energieverbrauchs eines Hauses senken kann. Apropos Zukunft, Sie hatten jetzt gerade am Donnerstag die Grundsteinlegung von Ihrem neuesten Projekt M-Plaza. Ist das nochmal ähnlich oder ist das was komplett anderes? Beim M-Plaza konnten wir, das ist hier 5 Minuten zu Fuß entfernt, konnten wir den Bestand nicht erhalten. Aber wir haben uns was anderes einfallen lassen. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und wir haben eine sehr große Geothermieanlage unter die Bodenplatte gelegt. Und der Rohbau wird überwiegend aus Holz aus der Region und aus Stahl, der recycelt wurde, hergestellt, sodass wir dann auch im Rohbau es geschafft haben, obwohl wir nicht erhalten konnten, die CO2-Emissionen maximal möglich zu reduzieren. Wunderbar. Fertigstellung ist, glaube ich, 2025. Vielen Dank, Michael Gerlich, und damit wieder hoch auf die Dachterrasse. Wir haben ja den Referent Arbeit und Wirtschaft hier, Clemens Baumgärtner. Wenn das die Zukunft des Bauens ist, wann und wo gibt es denn das nächste Projekt? Ja, gar nicht weit weg von hier. Sie haben eigenes Mikrofon hilft über alles hinweg. Ganz im Rücken von der Kamera haben wir gleich das nächste Projekt. Auch ein altes Siemens-Gelände wird auch total nachhaltig und tatsächlich in die Zukunft gerichtet entwickelt. Großartig. Wenn jetzt aber nicht so viel Bauplätze vorhanden sind in großen Städten Bayerns und sehr viel Gewerbeflächen entstehen und Firmen aber Homeoffice anbieten und Remote-Arbeitsplätze, besteht da nicht die Gefahr, dass viele leere Büroräume entstehen in der Stadt? Diese Frage, die höre ich total oft. Nein, stimmt nicht. Wir haben in der Vergangenheit genau diese Argumentation gehört. Wir haben nur Flächen leer stehen, die tatsächlich in der Qualität einfach 80er Jahre, 90er Jahre sind. Die Nachfrage in München ist ungebrochen, auch in den Größenklassen 30.000, 40.000 Quadratmeter am Stück für eine Firma. Jetzt bin ich provokativ. Was machen wir mit Wohnungen? Die brauchen wir ja auch, vor allem günstige, also bezahlbare. Wir haben in München Wohnungen, ja, und wir haben zu wenige und wir haben zu wenig bezahlbare. Und ich glaube, dass da auch tatsächlich die Lösung im Aufstocken sein wird, wie auch es hier ja passiert ist, im Gewerbe. Das kann man in Wohnen auch machen. Ja, gut. Joey, ja. Du müsstest jetzt einmal auf die andere Seite, auf die andere Dachterrasse. Ich da freu gehst mich. Du nämlich in deinen Garten. Ja, ja, und Gott. Ich mache hier weiter. Ja. Danke, Joey. Wunderbar. Herr Baumgärtner, noch ganz kurz die Frage, warum ist München eigentlich so attraktiv? Es kommen hier Apple und Microsoft und alle hin. Warum kommen die alle nach Bayern? Wir haben halt eine gute geografische Lage, das ist die erste Wahrheit. Wir haben wahnsinnig gute Universitäten, eine super gute Infrastruktur in der Stadt. Es gibt keine sozialen Unruhen und. Ganz viele Themen, die man überall im Ausland nicht hat. Wir haben auch mal einen großen ITler gewonnen gegen das Silicon Valley und gegen Tel Aviv. Da bin ich ganz stolz drauf. Wunderbar, wir sprechen gleich nochmal weiter. Wir haben nämlich noch ein nachhaltiges Projekt gefunden, nämlich in Regensburg, auch sehr nachhaltig. Was hier einschwebt, sind keine Beton, sondern Holzteile.